Alle in Yu-Gi-Oh! Sagen euch, neu ist immer besser. Die Frage, die wir uns heute stellen, stimmt das denn wirklich? Denn ich habe mir einmal die Mühe gemacht und habe mir mal ein paar Karten rausgesucht, die 20 Jahre alt sind, ob die wirklich schlecht sind. Ein paar von den Karten, die über 20 Jahre alt sind, die können wir auch heute noch spielen. Und wir sagen, starten wir ins Video rein und guck mal, welche 20 Jahre alten Karten wir heute noch spielen können. Und die ersten beiden sind ziemlich ikonisch. Das sind nämlich einmal Raigeki und einmal Schwarzes Loch. Das sind Karten, die heute nicht wirklich viel Play sehen. Allerdings sind es sehr gute, günstige Optionen, wenn ihr ein Deck spielen möchtet, was eher halt als Zweiter anfängt und ihr der gegnerischen Monster einfach im Feld wegräumen könnt. Denn beide diese Karten könnt ihr auf 3 spielen und könnt das gegnerische Feld komplett leer räumen. Beide können im Endeffekt Monster vom Gegner zerstören, und zwar alle, die die kontrollieren. Schwarzes Loch zerstört auch eure eigenen. Natürlich sind die Karten heute noch spielbar, denn Monster auf dem Feld zu haben, ist natürlich so ein bisschen das Ziel von dem Spiel. Klar, es gibt Karten, die können die annullieren, aber es sind so trotzdem noch Karten, die wir heute richtig gut spielen können. Und der Power Creep hat da nicht wirklich geholfen. Es sei denn, ihr spielt ein Deck, was natürlich Dedicated First geht, dann bringt euch halt das nicht viel. Aber wenn ihr halt wirklich halt Second geht oder ihr habt ein Side Deck, wo ihr die Karten reinklatschen könnt, ey, go for it. Die Karten sind halt wirklich echt nicht schlecht. Zu derselben Kategorie von Karten gehören noch zwei andere Karten, die wirklich 20 Jahre alt sind, aber gut spielbar sind. Das eine ist einmal Change of Heart und das andere ist einmal Snatch Steal. Eine Karte, die wir seit der letzten Bannlist wieder zurück im Game haben. Beide Karten sind übrigens auf 1, das heißt, wir dürfen nur einen davon spielen. Aber die haben an sich dieselbe Fähigkeit. Wir können gegnerische Monster wählen und die Kontrolle übernehmen. Change of Heart macht das bis zum Ende der Runde und Snatch Steal, solange wie die Karte ausgerüstet ist. Ein Monster von Gegner zu klauen kann extrem gut sein, und zwar richtig gut. Denn beide diese Karten annullieren nicht die Effekte, wenn wir das übernehmen. Und eine Karte, die aktuell eine der besten Karten im Game ist, ist einmal Triple Tactic Talents, die einen dieser Effekte hat, dass ihr auch irgendwie was übernehmen könnt. Fehlt zwar nicht als Ziel, aber trotzdem ist es eine sehr gute Karte. Und natürlich sind die Karten, auf die die basieren, gute Karten. Ich meine, Snatch, die war so lange auf der Banlist, dass wir, als wir die letzte Mal zurückbekommen haben, das war 2015, die direkt nach der nächsten Banlist wieder auf 0 war. So stark war die Karte. Ich glaube, dass sie aktuell nicht viel reißen wird, aber das ist eine Karte, die über 20 Jahre alt ist, die heutzutage immer noch ziemlich gut ist. Die nächste Karte ist eine Karte, die eigentlich nie wirklich viel Play gesehen hat, aber wir wahrscheinlich im nächsten Format ein bisschen häufiger sehen werden. Und das ist einmal die Karte Soul Release. Eine Karte, die viele von euch vielleicht gar nicht kennen werden, es sei denn, ihr habt dedicated den Anime damals geschaut und wisst, wo diese Karte im Anime gespielt wurde. Es gibt, by the way, eine Szene, wo die gespielt wurde, aber das ist egal. Die Karte hat die Fähigkeit, 5 Karten von den Friedhöfen beider Spieler zu verbannen. Das heißt, ihr könnt 5 Karten wählen in jedem Friedhof von euch oder vom Gegner und die aus dem Spiel entfernen. Warum ist das eine gute Karte, auch nach 20 Jahren noch? Mittlerweile haben wir sehr viele Strategien, die im Friedhof Sachen setupen, wo halt viele Karten drin sind, die wir da vielleicht nicht haben wollen. Ich nehme mal Viking als Beispiel. Da sind viele Karten nachher im Friedhof, die wir da vielleicht nicht haben möchten. Und mit Soul Release können wir diese Karten einfach verbannen. Und das kann extrem gut sein. Ist vielleicht nicht die beste Karte, die ihr spielen könnt, aber es ist faszinierend zu sehen, dass eine Karte, die 20 Jahre alt ist, im heutigen Metagame theoretisch gespielt werden könnte, weil sie spezifisch etwas tut, was andere Decks davon abhalten, das Spiel zu spielen. Das ist manchmal sehr, sehr witzig. Wie gesagt, nicht die beste Karte, aber eine Karte, die nach 20 Jahren auf jeden Fall immer noch spielbar ist. Falls euch so eine Art von Content gefällt, lasst mir gerne mal ein Like da. Da werde ich euch mal öfter ein paar Karten zeigen, die für das Game vielleicht ziemlich cool sind, obwohl die jetzt vielleicht nicht die Top-Tier-Meta-Karten sind. Weiter geht's mit der nächsten Karte. Und das ist eine Karte, die auf der letzten Banlist zurück auf 3 gekommen ist. Und das ist einmal Upstart Goblin. Eine Karte, von der wir nie erwartet haben, dass wir die wieder zurück auf 3 sehen werden. Denn die Karte erlaubt es uns, unser Deck von 40 Karten, was wir spielen, auf 37 zu verändern, was mathematisch gesehen schon ein bisschen was verändert. Das werden aktuell aber nicht viele Leute tun, aber es ist trotzdem gut zu wissen, dass es möglich wäre, mit 37 Karten zu spielen, anstatt mit 40. Die Karte hat die ganz simple Fähigkeit. Unser Gegner bekommt 1000 Life Points und wir ziehen eine Karte. Die Karte ist nicht einmal pro Spielzug, das heißt, wenn wir die ziehen, können wir die sofort aktivieren. Das ist im Endeffekt eine Blank Card in unserem Deck, das heißt, eine Karte, die nichts tut, außer dass wir eine andere Karte nachziehen werden. Das heißt, wir spielen weniger Karten in unserem Main Deck. Wenn wir also Deckstrategien haben, die wirklich spezifische Karten brauchen, von 40 auf 37 zu gehen, ist mathematisch schon ein Unterschied und deshalb kann die Karte auf jeden Fall auch gut gespielt werden. Oder wenn ihr halt 38 Karten habt und ihr braucht 2 Slots noch, packt die rein und dann habt ihr halt 38 Karten und ihr habt trotzdem dasselbe Deck. Die 1000 Life Points für den Gegner sind in der Regel nicht so relevant, dass er jetzt dadurch halt überleben wird, wenn ihr jetzt nicht komplett dämlich seid. Noch eine Karte, die ziemlich alt ist und die einfach Nein schreit,
ist einmal Solemn Judgment, eine Karte, die auch lange Zeit auf der Bannlist war und einen sehr simplen Effekt hat. Wenn der Gegner etwas aktiviert, Zauberfallenkarte oder ein Monster beschwört, können wir die Hälfte unserer Lebenspunkte bezahlen und einfach sagen, nö, und dann wird die Aktivierung annulliert, was unglaublich gut ist. Natürlich, die Hälfte unserer Lebenspunkte zu bezahlen, sind extrem heftige Kosten, aber wenn wir es mal ehrlich betrachten, wenn wir die Hälfte unserer Lebenspunkte bezahlen und der Gegner spielt dann nicht das Spiel mit, dann sind die Hälfte der Lebenspunkte komplett irrelevant und wir gewinnen das Spiel. Und heutzutage kann sowas, was halt so einen richtigen Swing in eure Richtung gibt, extrem gut sein. Die meisten werden Solemn Judgment nicht im Main Deck spielen, aber es gibt sehr, sehr viele, die das halt wirklich siden. Wenn man wirklich First geht und wir können halt unser Board mit Solemn Judgment nochmal verstärken, ist es halt wirklich extrem gut. Und die nächste Karte ist wieder eine Karte, die wir extrem aus dem Anime kennen. Und das ist einmal Monster Reborn. Eine Karte, die im Anime Monster Reanimation hieß, was ich, by the way, ein viel coolerer Name finde, aber das ist besides the point. Die heißt im Deutschen übrigens Wiedergeburt, auch komischer Cringe-Name. Aber die Karte hat die Fähigkeit, ein Monster in den Friedhöfen beider Spieler zu wählen und das aufs Feld zurückzuholen. Das ist natürlich eine gute Karte. Allerdings sieht ihr heutzutage eigentlich kaum noch Play. Wenn ihr halt die Möglichkeit habt, die Karte zu inkorporieren, ist es halt gut, aber eigentlich spielt man das nicht. Aber es ist trotzdem eine Karte, die wir heute spielen könnten, weil es inhärent keine schlechte Karte ist. Natürlich für die meisten Deckstrategien ist random ein Monster zurückzuholen nicht wirklich geil und die ist auch nicht so, dass wir jetzt dadurch das Game gewinnen, wenn wir jetzt ein Monster zurückholen. Aber die kann natürlich ein extrem cooler Extender sein, mit dem wir halt mehr machen können. Mehr tut die Karte aber. Die nächste und letzte Karte für heute ist einmal die Karte Polymerisation. Eine Karte, die wir im ersten Set bekommen haben, mit der wir zwei Monster zu einem machen können. Das klingt erstmal nicht so krass, weil wir natürlich extrem viele Karten investieren müssen, um ein Monster rauszubekommen. Mit den letzten Releases und über die letzten Jahre haben wir mehr Karten bekommen, die Polymerisation ersetzen können und bessere Effekte haben, klar. Aber es gibt immer mehr Karten, die Poly suchen können und wir dadurch halt ein bisschen diesen Faktor rausnehmen können, dass die Karte extrem minus geht. Weil wenn wir die Karte suchen, dann kriegen wir die wieder zurück, dann können wir die nochmal benutzen, dann können wir nochmal suchen. Ist also eine Karte, die zum heutigen Zeitpunkt immer noch in sehr vielen Decklisten gespielt werden kann, weil wir extrem viele Karten bekommen haben, die mit dieser Karte interagieren. Die letzte Karte, die mir einfällt, ist Kaitoptera, eine Karte, die dem Dino-Deck die Möglichkeit gegeben hat, eine Polymerisation zu suchen und dann einen Fusion-Monster zu machen. Also an sich eine sehr, sehr spannende Karte, die auch nach 20 Jahren immer noch spielbar ist. Das war's also fürs heutige Video. Lasst mir gerne mal ein Abo da für den Channel und guckt euch mal dieses Video an, falls euch interessiert, was bei mir noch so abgeht. Bis dann rein. Ciao, Leute.